Wieso verliebe ich mich so selten? Das ist eine Frage, die viele Frauen sich wirklich fragen und darauf eine Antwort wollen. Denn häufig höre ich, ja, irgendwie habe ich mich nur ein paar Mal bisher in meinem Leben richtig verliebt. Vielleicht auch sogar nur einmal. Wieso ist das so bei mir? Ich würde auch gerne wieder mal verliebt sein. Ich würde auch gerne mal wieder so Schmetterlinge im Bauch haben und so weiter. Und ich kann dir sagen, woher das kommt, ne? Denn viele vergleichen sich vielleicht, ne, in der Zeit, wo sie vielleicht so jugendlich waren, eine erste große Liebe, wo man so richtig Schmetterlinge im Bauch hatte. Und das Problem ist, dass du aber jetzt natürlich eine ganz andere Frau bist mit einem ganz anderen Alltag. Denn zum Verlieben gehört einfach mehr dazu, als einfach nur jemanden zu treffen. Häufig beginnt das Verliebtsein schon bevor du jemanden triffst, nämlich erstmal mit dem Zustand, den du dabei hast. Also wie geht es dir? Wenn du nämlich total gestresst bist, total viel Arbeit hast, gar keinen Kopf hast für die Liebe, kann es sein, dass du dich einfach nicht verlieben kannst, weil das einfach nicht präsent in deinem jetzigen Leben reinpasst. Also von Jahr zu Jahr kann es ja sein, dass wenn du auch Karriere gemacht hast, immer mehr Stress hattest, immer mehr Stress hattest, sich das Stresslevel extrem aufgebaut hat bei dir und dass du vielleicht diesen Gedanken von Liebe und Partnerschaft erstmal so nach hinten geschoben hast, dass dein Gehirn sich wirklich gedacht hat, so, das ist jetzt das Letzte, worum wir uns kümmern. Kein Fokus auf die Liebe, kein Fokus auf Verliebtsein und deswegen verlieben wir uns jetzt einfach mal gar nicht, ne? Denn natürlich ist es so, dass man auch, wenn man jünger ist, sich schneller verlieben kann, ne? Weil man da einfach auch ein ganz anderes Leben hat, einen ganz anderen Alltag hat. Frag dich also wirklich, wie stressig waren deine letzten Jahre? Wie sehr hast du dich vielleicht auf andere Dinge in deinem Leben aktuell fokussiert oder die letzten Jahre fokussiert? Es ist ja auch überhaupt nicht schlimm, wenn du dich dann mehr auf die Karriere fokussiert hast oder auf Freundschaften oder so. Ist ja alles vollkommen okay. Aber dann darfst du dich nicht beschweren, dass die Liebe ein wenig zu kurz gekommen ist. Denn auch für die Liebe braucht man tatsächlich Zeit. Im ersten Augenblick solltest du wirklich wieder zu dir finden, ne? Wieder auch glücklich sein. Denn häufig kann man sich nur fallen lassen, sich nur verlieben, wenn man wirklich auch wieder ganz im Reinen mit sich ist und glücklich ist. Einfach glücklich ist, ne? Denn wenn man glücklich ist, dann trifft man häufig auch einen Mann, ne? Und wenn man glücklich ist, dann hat man ja auch Bock, dieses Glück zu teilen, ne? Und dadurch entsteht dann häufig auch leichter das Verliebtsein. Also frag dich da wirklich, okay, wie waren denn die letzten Jahre so für dich? Und kann es vielleicht sein, dass du einfach extrem viel Stress hattest? Und kann es vielleicht aber auch sein, dass du gar keinen Fokus darauf hattest? Vielleicht wirklich so dir selber auch gesagt hast, so das passt jetzt aktuell nicht in mein Leben und das sollte ich jetzt auch nicht angehen. Es kann sein, dass du das bewusst beiseite geschoben hast und dir gar nicht die Erlaubnis gegeben hast, dich zu verlieben. Denn zum Verlieben brauchst du auch diese Erlaubnis, dieses sich fallen lassen dürfen und ja auch natürlich die Zeit, um jemanden kennenzulernen. Ne? Manchmal ist es so, dass man sich sofort und schnell verliebt, aber manchmal verliebt man sich halt auch einfach nach ein paar Wochen, ein paar Monaten erst in jemanden. Aber wenn du dir diese Zeit gar nicht gegeben hast, dann darfst du nicht denken, dass der Fehler in dem Verliebtsein oder in der Liebe allgemein liegt, sondern reflektier einfach dein Leben. Und wenn du Lust hast auf die Liebe und wenn du Lust hast, wieder verliebt zu sein, dann hab doch da den Fokus drauf und versuch das jetzt in deinen Alltag zu integrieren. Vielleicht kannst du ein wenig, ja, ich sag jetzt mal, den Stress und den Job beiseite schieben und einfach mal sagen, hey, ich habe jetzt die letzten Jahre durchgepowert und vielleicht ist es jetzt auch einfach mal an der Zeit, dass ich den Fokus ein bisschen im Leben verschiebe und vielleicht auch mal etwas für die Liebe tue, damit da auch was passieren darf. Was kann noch sein, warum du dich so selten oder nicht häufig verliebst? Es kann natürlich auch sein, dass du in der Vergangenheit sehr schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht hast. Also vielleicht hattest du schon eine Beziehung, vielleicht warst du auch schon verheiratet, vielleicht war das alles irgendwie eine Katastrophe. Und dadurch, dass du so Angst hast, dass du nochmal in so eine Situation gerätst, sabotierst du dich schon, bevor du überhaupt jemanden kennenlernst. Also sprich, du hast Angst vor der Liebe, hast Angst vor den Männern, hast Angst, dass du nochmal verletzt werden kannst, nochmal enttäuscht werden kannst und dadurch verliebst du dich erst gar nicht. Hört sich jetzt so doof an oder so komplex und so, hä, wie kann das denn sein? Oder so paradox, ich will doch eigentlich einen Partner, wieso sollte ich mich selbst sabotieren? Aber das passiert leider jeden Tag unterbewusst bei ganz vielen Frauen, ne? Dass sie, wenn sie schlechte Erfahrungen haben, einfach Angst haben, in die nächste Beziehung zu gehen und dann sich schon selbst sabotieren, bevor es überhaupt zu einer Beziehung kommt. Also so eine Art
Bindungsangst kann dadurch entstehen, ne? So dadurch, dass man negative Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hat, so arg Angst vor den Verletzungen hat, so Angst vor Ablehnung, so Angst, sich zu öffnen, dass man dann sich selbst schon sabotiert. Selbst wenn ein Hauch von Schmetterlingen ankommt, dann werden diese Schmetterlinge sofort untergraben, indem man sagt, so stopp mal, der Mann hat das und das und das und das an sich, das ist alles nicht gut. Und sofort ist dieses Verliebtsein weg, es ist wie weggeschwemmt, ne? Es kommt und es geht, so nach dem Motto, ne? Und dadurch dann, dass du das halt entwickelt hast in der Vergangenheit, schleppst du das halt mit dir rum, wenn du dir das nicht tiefer anguckst, und dann ist es halt einfach da, ne? Dann ist es halt einfach da und verändert sich auch nicht, solange du es nicht aktiv los wirst, ne? So bekämpfen hört sich immer so böse an, aber du solltest es halt irgendwie loswerden, diese Gewohnheit, ne? Diese Panik, diese Angst loswerden, damit du einfach wieder wirklich dich fallen und glücklich sein kannst, ne? Denn wenn du, wie gesagt, diese negativen Erfahrungen gemacht hast, wirst du diese vielleicht auf jeden einzelnen Mann projizieren, der dir begegnet, obwohl du es gar nicht möchtest. Und dadurch, ja, ist das Date eigentlich schon beendet, bevor es überhaupt angefangen hat, ne? Weil du bist dann die Fehlersucherin und guckst dann, okay, was ist jetzt schon wieder schief? Und wenn du vielleicht dann kurzzeitig Schmetterlinge hattest, ein falsches Wort von diesem Mann und deine ganzen Schmetterlinge sind wieder weg, ne? Also wenn du das aus deinem Leben kennst, dass du, falls du jemanden interessant findest oder mal Schmetterlinge im Bauch hast, aber dann wirklich nur ein falsches Wort, ein falscher Satz von diesem Mann gefallen ist oder vielleicht auch das eine oder andere Date jetzt nicht perfekt war, dass du dann sofort denkst, so nee, das geht so nicht, das möchte ich nicht, dann kannst du vielleicht schon da erkennen, vielleicht sollte ich an diesen Ängsten arbeiten, damit ich das nicht immer wieder mache, damit es auch wirklich eine Chance für mich noch im Bereich Liebe gibt. Denn verliebt sein ist ein Gefühl, das kannst du jederzeit wieder haben. Also es ist nicht so, dass nur eine ausgewählte Gruppe von Menschen verliebt sein kann, die anderen nicht, ne? Also du wirst auf jeden Fall wieder verliebt sein können, wenn du auch schon mal verliebt warst, ne? Also sprich, wenn du das aus der Vergangenheit kennst, dass du schon mal verliebt warst, egal wie alt du da warst, dann verspreche ich dir, du kannst auch wieder verliebt sein. Also das ist gar kein Problem. Aber häufig beginnen ganz viele Sachen im Kopf, ne? Also wenn du da schon so ein Gedankenkarussell hast, dir selber Dinge einredest, wenn du Angst hast, wenn du Panik hast, wenn du sagst, oh, es wird eh nichts mit dem, ich bin nicht gut genug für den. Wenn du dich schon vorher sabotierst, bevor es überhaupt angefangen hat mit der Liebe, dann musst du dich auch nicht wundern, dass du dich nicht verlieben kannst. Denn zum Verliebtsein gehört natürlich irgendwie so dieses innere Glück, diese innere Zufriedenheit und auch dieses, ja, ich habe Lust, mich zu verlieben, ich habe Lust, mich jemand anderen zu öffnen, aber ich habe auch keine Angst davor, mich zu öffnen, denn Ängste können ganz viele Gefühle in dir unterdrücken, wegschieben und es kann dazu führen, dass die erst gar nicht rauskommen. Also ich würde es wirklich an deiner Stelle mal reflektieren. Vielleicht hat das Video ja geholfen, dass du jetzt einfach mal einen anderen Blick darauf bekommen hast und dich selber jetzt nicht mehr die ganze Zeit dafür verurteilt. Ne? So, oh, warum bin ich die Einzige, die sich nicht verlieben kann? Und ne? Also viele machen sich dann ja so Vorurteile, geben sich die Schuld an in der eigenen Situation. Aber häufig passieren ja diese Dinge unterbewusst. Du sagst ja nicht, so, und jetzt möchte ich den anderen richtig schlecht machen, damit ich mich nicht verlieben kann. Das sagst du dir ja selber nicht. Das passiert einfach. Es ist wie ein Programm, was einfach abläuft. Wie eine Gewohnheit, die einfach läuft, für die du halt einfach nicht kannst. Nichts kannst. Also deswegen ist es unglaublich wichtig, dass du dich da einfach selber fragst, hey, kann das sein, dass das bei mir so ist? Und wenn, dann verurteile dich doch nicht dafür, sondern schau, was kann ich jetzt tun? Und ich fange an, das halt jetzt einfach zu ändern, weil ich weiß, dass ich es mache. Nun, das ist der richtige Weg, dass du wirklich sagst, so, ich sehe es, es ist nicht gut, ich möchte es loswerden und ich mache das jetzt. Ne, das ist der richtige Weg und nicht dann so, oh nein, ich mache das, scheiße, ich bin jetzt schuld daran, dass das so viele Jahre nicht geklappt hat in der Liebe. Also verfall bitte nicht in diesen Modus, sondern sag dir, hey, geil, dass ich dieses Video gesehen habe und gut, ich höre halt, dass das anscheinend ein Problem ist, was viele Frauen belastet, nicht nur mich. Du bist nicht die Einzige und es ist auch okay, dass du das hast, aber es ist auch okay, jetzt daran zu arbeiten. So solltest du es eher sehen und dass du dieses Video einfach als ein, ja, Weckruf von deiner alten Gewohnheit siehst, ne? Genau, also wenn ich dir da helfen darf, dann kannst du dich sehr, sehr gerne bei mir melden für ein kostenloses Beratungsgespräch.
Auf meiner Website findest du den Link dazu und da kannst du dich dafür bewerben. Dann kriegst du erstmal ein Erstgespräch, wo jemand aus meinem Team prüft, ob ich dir in deiner Situation helfen kann und wenn wie. Und dann sprechen wir miteinander und ich sage dir ganz genau Schritt für Schritt, wie du aus diesem Loch, aus diesem Teufelskreis wieder rauskommen kannst, dass du dich auch endlich wieder verlieben kannst. Also glaub mir, du bist nicht die Einzige, sonst würde ich ja auch gar nicht dieses Video machen, wenn du die Einzige wärst, die dieses Problem hat. Aber es gibt einen Ausweg daraus und du musst diesen Weg nicht alleine gehen, wenn du nicht möchtest, kannst du aber natürlich sehr gerne machen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir auch ein Abo dalässt, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann wirst du auch immer informiert, wenn ein neues Video rauskommt und würdest mir natürlich damit auch helfen, dass dieser Kanal wächst und ich noch mehr Frauen helfen darf. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Bis hoffentlich zum nächsten Video. Deine Simone.